dieser Zeitpunkt, also jetzt 10 Uhr an einem Dienstag, ist ja normalerweise eigentlich von Inga der Digital Lunch, der bei der BIOS gemacht wird. Vielleicht, Inga, sagst du einmal 2, 3 Worte dazu, was das für ein Format ist und warum ihr sozusagen uns jetzt dazu geholt habt, das zu machen heute. Auch nochmal von uns ganz herzlich willkommen zu unserem Digi-Lunch, was heute ein Digi-Brunch ist, weil wir ein bisschen früher als gewöhnlich starten. Das ist das 39. und wir freuen uns total, das gemeinsam mit euch zu machen. Was ist das Digi-Lunch? Das Digi-Lunch ist bei uns ein Format, wo wir die Mitarbeiter über aktuelle digitale Themen informieren, wo wir, die können in-house sein, die können extern sein, das können ganz neue digitale Entwicklungen sein, das kann auch ein ganz konkretes Programm und ein Rollout sein, so wie heute. Und digitale Bildung ist sozusagen eins der Kernthemen bei der BIOS und ein ganz wichtiger Teil der digitalen Strategie. Die digitale Strategie der BIOS haben wir angefangen 2016 auszubauen, in Form zu gießen, und das kann Martin mal berichten, wo wir da heute stehen. Und unsere Digitalstrategie besteht aus 3 Stufen. Die erste Stufe ist, grob gesagt, die Infrastruktur, die zweite Stufe die Prozesse und die dritte Stufe, das sind unsere Geschäftsmodelle oder unser Geschäftsmodell. Was heißt das konkret? Wir haben uns, Inga hat es angesprochen, 2016 für einen Sprung nach vorne entschieden, haben Grundsätze für uns aufgestellt, wie wir arbeiten wollen, und zwar ausgehend von unserem Organisationsprinzip. Wir sagen bei der BIOS von Anfang an, wir stellen den Mieter in Mittelpunkt, und damit es keine Floskel bleibt, sondern wir tatsächlich uns um die Mieter kümmern können, brauchen wir einerseits ein Organisationsprinzip und haben das in der Projektwerkbank gefunden und haben dann Mittel gesucht, wie wir digitale Hilfsmittel finden können, um dieses Organisationsprinzip der digitalen Projektwerkbank und der physischen Projektwerkbank zu unterstützen. Und haben für uns definiert, dass wir erstens radikal mobil arbeiten wollen, zweitens papierlos, drittens ortsunabhängig und viertens wir nichts mehr, was in diesem Kontext gehört, besitzen wollen, sondern eigentlich alles mieten. Das heißt Rent, Don't Own, Mobile First und diese Themen, Paperless, was inzwischen gut bekannt ist. Damals war es ein ziemlicher Sprung für uns als Organisation. Wir haben uns von Papier getrennt, wir haben uns von festen Arbeitsplätzen getrennt, aber der größte Vorteil war, und das hat uns der erste Digitalisierungsschub gebracht, als wir dann in die Wolke auch abgewandert sind in der kompletten Infrastruktur, dass wir auf einmal wirklich jeden Mietvertrag, jede Nebenkostenabrechnung, jeden Parkplatzplan, jeden Grundriss direkt in der Brusttasche im Handy, im iPhone eben hatten. Dabei hat uns Architrave geholfen, weil wir eben den digitalen Datenraum, den wir schon seit, ich glaube, 2006 unterhalten für unsere Objekte, dann auch mobil nutzen konnten. Das heißt, die erste Stufe der Digitalstrategie ist eben die Infrastruktur, die wir aufgestellt haben. Die zweite Stufe, in der wir uns jetzt befinden, wozu auch Delphi gehört, ist die Digitalisierung der Prozesse. Auch hier von dem Grundsatz her ausgehend, Mieter im Mittelpunkt und möglichst viele Kapazitäten auf den Mieter richten und nicht auf zum Beispiel Aufräumen von Archivräumen, sind wir hier dabei, Prozesse zu digitalisieren und mit digitalen Hilfsmitteln einfach unser Asset Management zu unterstützen und zu verbessern. Dazu sprechen wir gleich, deswegen lasse ich diese Stufe zunächst mal weg, aber hier geht es tatsächlich um die Digitalisierung unserer internen Unternehmensprozesse und unserer Kundenbeziehungen zu Mietern und zu anderen. Die dritte Stufe ist vielleicht die interessanteste, da sind wir noch nicht so weit, da wagen wir uns langsam voran, indem wir Pilotprojekte machen, auch mit Partnern, wo wir unsere Geschäftsmodelle digitalisieren oder vielmehr digitale Geschäftsmodelle suchen. Und hier glauben und fest davon ausgehen, dass das Berufsbild und das Geschäft des Asset Managers und Projektentwicklers in Zukunft ein ganz anderes sein wird, als wir es noch heute erleben. Heute vermieten wir immer noch
Quadratmeter und bekommen dafür Euros. Wir glauben, dass wir in Zukunft auch andere Dienstleistungen Mietern anbieten werden und dafür auch ein komplexeres Geschäftsmodell aufstellen werden. Wir sehen große Potenziale, die wir angehen. Nachverdichtung ist ein so ein Thema, beziehungsweise das verstehen wir nicht nur als Ergänzung von Grundstücken und Bauen von neuen Objekten, sondern vor allem auch eine Erhöhung der Nutzungsintensität. Also zusammengefasst, Digitalstrategie, Infrastruktur, Prozesse und als drittes Geschäftsmodelle. Und da sind wir gut unterwegs und probieren vieles aus und sind immer froh, wenn wir mit unseren Partnern und Freunden von Architrave etwas Neues ausprobieren können. Das unbekannte Wesen Delphi war vor ein paar Monaten inzwischen ein großer, ein sehr, sehr beliebter Mitarbeiter und Kollege, auch wenn auch Zeit. Und ja, damit übergebe ich an euch, damit wir uns stärker um eben Delphi kümmern können. Danke, Martin. Ja, das ist ein super Stichwort. Vielleicht mag Maurice noch mal ein bisschen erläutern, weil jetzt einmal in einem kurzen Satz hast du Delphi erklärt. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze mehr zu Delphi sagen, damit auch vielleicht diejenigen, die das jetzt noch nicht kennen, die nicht bei der BIOS sind, ein Bild davon haben. Ja, das ist schnell erklärt. Und zwar bekommt ein Asset Manager um die 1.000, 2.000 Dokumente pro Asset pro Jahr. Und dann gibt es halt, weil alle wesentlichen Prozesse in der Immobilienbranche noch PDF basiert sind, ist ein standardisierter, sauberer Umgang mit dieser Vielzahl an PDFs ein wahnsinniger Effizienztreiber. Wenn also jeder die Dinge sofort findet, wenn wir genau wissen, was fehlt, wenn wir nicht lange suchen, das sind genau die Themen, die dann bei einer Bewertung, bei einem Verkauf, bei den anderen Dienstleistungen, die Martin gerade eben schon ein bisschen geteasert hat, immer wieder brauche ich bestimmte PDFs. Und sozusagen, wenn jetzt die Benamung und die Ablage von einem Roboter gemacht wird oder unter Zuhilfnahme eines Roboters, es ist ja keine total automatische Geschichte, sondern AI hier als Co-Pilot, dann hilft das sozusagen, dann hilft es, dass jeder Asset Manager und jede Asset Managerin sofort die Dokumente, egal in welchem Asset, an der Stelle findet, wo der Roboter das abgelegt hat. Ne? Und Delphi wird dabei immer schlauer, ne? Ist nie im Urlaub, jeden Tag auf Fortbildung, nie krank und bewerkstelligt halt hohe Anzahl von automatisiertem Wegarbeiten. Und das ist tatsächlich eine Arbeit, wie Martin schon richtig gesagt hat, die Prozesse digitalisiert, nämlich einen den Asset Manager hassen und sozusagen dann immer später machen, weil sie keine Zeit haben. Und dann hat man irgendwo auf einem Desktop so ein Folder mit hunderten von Dokumenten, die man irgendwann nochmal wegsortieren möchte, wenn die Zeit da ist. Und die kann man jetzt einfach nehmen, das per Drag and Drop an Delphi übergeben und dann arbeitet der Service einfach im Hintergrund und man kann sich auf die wesentlichen Dinge, nämlich den Mieter, konzentrieren. Cool. Also noch eine Ergänzung. Ja. Delphi funktioniert praktisch auf unserem Lifecycle-Datenraum, der auch bei der BEOS im Einsatz ist, aber es funktioniert auch mit anderen Dokumentenmanagementsystemen und ist hierbei schon im Einsatz auf SharePoint, auf IBM FileNet und also Delphi befüllt sozusagen Datenraum neutral oder Dokumentenmanagementsystem neutral standardisiert die Ablage von Asset Managern. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es denn irgendwas, was geschehen muss, bevor man Delphi im Einsatz nehmen kann? Also sozusagen, wir empfehlen immer einen Frühjahrsputz zu machen, dass man halt einmal wirklich, so hat es die BEOS auch gemacht, einmal richtig alles aufräumt und dann sozusagen mit einem sauberen Stand letztendlich beginnt, Delphi im Einsatz zu haben. Und Delphi sorgt dann dafür, dass dieser saubere Stand sauber bleibt. Aber man kann das auch ohne damit machen. Natürlich ist es immer ein bisschen mit Kosten verbunden, muss man sich überlegen, ob man diesen Frühjahrsputz jetzt macht. Sozusagen einmal Keller aufräumen, fühlt sich immer gut an und schafft Platz und befreit von Ballast. Und die neuen Sachen, die dann eingeräumt werden, sitzen einfach im richtigen Regal. Ich glaube schon, dass immer im Nachgang sozusagen einfach deutlich von Geschwindigkeiten profitiert, wenn man sein Haus in Ordnung hat. Das kann ich gerne ergänzen. Der Frühjahrsputz, der wird bei uns tatsächlich jeden Frühling ausgerufen oder vielleicht auch jeden zweiten
Es hat aber noch nie geklappt. Das heißt, es ist nie sauber geworden. Ja, und alle hassen mich oder andere, die dann diesen Frühjahrsputz ausrufen. Und es klappt, dass wir noch die Reste an Papier und an Unterlagen vielleicht ins Archiv fahren. Aber sobald man dann an das digitale Aufräumen geht, man sieht es nicht so gut. Und dann muss man sich in die Ordnerstrukturen oder Architrave-Kacheln vertiefen. Und es ist erstens schwer zu finden, ob Ordnung und Sauberkeit da ist. Und zweitens ist der Druck nie so groß und alle Themen immer im Vordergrund. Deswegen ist dieser Frühjahrsputz eigentlich ein Dauerschmerz bei uns gewesen. Und es passiert, das kennen viele in der Branche, erst wenn eine Transaktion ansteht, dann wird sehr hektisch aufgeräumt und meistens dann nur oberflächlich. Und das ist genau nicht das, was wir alle von uns selbst oder auch von anderen erwarten. Die ganze Branche spricht seit Jahren vom digitalen Zwilling. Davon sind wir als BEOS noch meilenweit entfernt, wobei ich schon behaupten will, dass wir ganz gute digitales Abbild haben. Aber da ist noch wahnsinnig viel zu tun und das schaffen normale menschliche Kräfte eher nicht. Deswegen ist Delphi die große Hoffnung für uns, dass wir uns dort massiv verbessern können. Ich sehe hier ein paar Fragen, die auf das abzielen, Martin. Eine ist, wie können Sie sicherstellen, dass, jetzt ist die Frage weg, wie können Sie sicherstellen, dass Delphi die Dokumente richtig ablegt, indem halt, also wir haben bei diesen ganzen Machine Learning-Themen oder AI-Themen oder wie auch immer, ist immer die Frage, ist es ein Autopilot oder eine Copilot-Geschichte? Ein Autopilot macht die Maschine alle Entscheidungen selber oder ein Copilot unterstützt die Maschine, die Menschen bei der Ablage. Beim Thema richtige Ablage macht Delphi Vorschläge und dort, wo Delphi sich nicht sicher genug ist, haben wir dann praktisch Kollegen und Kolleginnen sitzen, die die Ergebnisse dann verbessern. Dort, wo die Maschine sagt, bin ich mir nicht sicher, könnte das sein, das landet dann in unserer Qualitätssicherung. Und da sitzen mittlerweile auch 20 Leute, die praktisch genau alle Dokumente kennen und da und das sicherstellen, dass die Ergebnisse da richtig sind. Und die Verschlagwortung funktioniert nach dem GIF-Standard. Also es gibt nicht den BEOS-Standard, den sich BEOS mühsam ausgedacht hat, oder den Union Investment-Standard oder den DEKA-Standard, sondern es gibt den GIF-Standard, weil genau in der Standardisierung die Effizienzgewinne dann auch passieren, dass nämlich dann Assets getradet werden können oder irgendwie damit gearbeitet werden kann und man findet einfach die Dinge, wo sie sind, weil es einen Standard gibt. Und da benutzen wir auch nicht den Architrave-Standard, sondern bedienen uns dieser GIF-Richtlinie. Und das ist halt auch das, was Delphi benutzt für die Verschlagwortung. Okay, super. Jetzt sind wir ja quasi schon so ein bisschen in Delphi eingestiegen. Und um dann zu Inga nochmal überzuleiten. Inga hat ja das Projekt Delphi von der BEOS-Seite betreut. Vielleicht kann Inga einfach nochmal ein bisschen erläutern, wie das Projekt losgegangen ist und was da sozusagen die Schritte passiert sind. Die Meilensteine für Delphi bei BEOS. Wir haben Anfang 2019 war Architrave zum ersten Mal bei uns und hat gesagt, hey, wir haben hier so einen kleinen Roboter, wollt ihr euch das mal anschauen? Der kann euch helfen, zukünftig Frühjahrsputz zu machen und alles immer am rechten Fleck zu haben. Dann haben wir so ein gutes Quartal zusammengesessen immer mal wieder und haben überlegt, wie das aussehen kann. Also wie kann so ein Projekt-Setup aussehen? Wie können wir das anfangen? Womit starten wir? Wie gestalten wir den ersten Scope sozusagen? Das haben wir gemacht und sind dann im Juli 2019 gemeinsam losgelaufen. Das war mit einem Scope und dem einzigen Ziel, wir testen das für die nächsten 6 Monate. Mehr Ziel hatten wir nicht. Also wir hatten nicht das Ziel zu sagen, wir führen das ein, wir führen das nicht ein, wir führen es genau so ein, das hat genau die Funktionalitäten. Wir haben kein Lasten- und Pflichtenheft geschrieben, sondern wir haben nur gesagt, wir nehmen uns ein Budget, das reicht für 6 Monate, dann testen wir das gemeinsam und dann schauen wir sozusagen weiter. Und dann haben wir Ende 2019 die Entscheidung getroffen, weiterzumachen. Aber noch nicht komplett auszurollen, sondern zu sagen, wir gehen in eine Testphase 2. Wir erweitern den Scope, nehmen mehr Assets rein, die über Delphi laufen, erweitern auch nochmal die Nutzer, die damit zu tun haben. Und das haben wir gemacht bis Ende April und haben dann Ende April die Entscheidung getroffen zum Rollout über alles. Und den bereiten wir jetzt vor und sind da mittendrin. Das ist heute der Startschuss sozusagen. Und ab Mitte Juni geht es dann los, dass wir sukzessive ausrollen, die Standorte, die Nutzer einzeln nochmal abholen. Und dann geht ab 1. Juli sozusagen die
die nächste große Etappe mit Delphi los. Alle fahren mit, alle machen mit. Und da wird sicherlich ganz viel wieder passieren, was wir auf dem Weg lernen und wie wir Delphi immer sukzessive weiterentwickeln. Das waren so die Meilensteine ganz mal im ganz Schnelldurchlauf die letzten 12 bis 18 Monate. Wir haben eine ganze Menge gelernt. Also erstmal haben wir gelernt, in einem wahnsinnig agilen Setup zu arbeiten miteinander. Da gab es im Wesentlichen drei Bausteine dazu. Das erste war, den Scope zu definieren und zwar immer wieder neu zu definieren. Wir haben gesagt, wir schreiben nicht 12 Monate lang Lasten- und Pflichtenhefte und rollen dann sofort über die Firma aus und ärgern uns dann, wenn irgendwas noch nicht funktioniert, sondern wir haben gesagt, wir nehmen so ein Viertel der Assets und beziehen mal so 10, 15 Leute mit ein und lassen die mal Delphi testen und damit experimentieren. Und das Zweite war, dass wir in dieser Testphase regelmäßige Feedback-Loops gemacht haben. Also wir haben mindestens alle 4 Wochen gemeinsam mit Architrav zusammengesessen und gesagt, okay, was haben die Nutzer für Vorschläge, was funktioniert noch nicht, welche Funktionalitäten priorisieren wir in der Weiterentwicklung, was sind sozusagen die absoluten Must-Have, wo können wir auch erstmal drauf verzichten. Und das haben wir sozusagen immer regelmäßig jeden Monat wieder neu gemacht. Und das Dritte war, und das ist ein ganz entscheidender Faktor, ein cross-funktionales Team, was wir uns gebaut haben, gleich von Anfang an. Und zwar bestand das aus Architrav und aus BEOS und bei der BEOS aber auch aus ganz, ganz vielen Funktionen. Also da war Digital Solutions beteiligt, da waren die Kollegen von Operations, die Prozesse bei uns im Blick haben, beteiligt, da waren Asset Manager beteiligt, da waren kaufmännische Property Manager beteiligt, da waren technische Property Manager beteiligt, sodass wir in einem relativ frühen Stadium schon die kompletten Kompetenzen beisammen hatten und auch sofort das Nutzerfeedback immer mit dabei hatten. Und das hat uns total gut geholfen im Projekt und da auch gemeinsam uns da miteinander durchzubewegen. Also wir haben uns so nach vorne geirrt, kann man sagen. Ja? Also wir sind dann schon mal eine Schleife nach links und nach rechts gegangen, aber immer ein Stückchen weiter. Und das war sozusagen das, was wir gelernt haben und was uns sehr gut getan hat, was dem Projekt sehr gut getan hat. Und dann haben wir uns immer stückchenweise wieder mehr zugetraut. In der neuen Testphase mehr Nutzer, mehr Objekte. Und jetzt trauen wir uns zu, sozusagen das auf die komplette Organisation auszurollen. Und was wir gelernt haben an Kompetenzen, das war auf der einen Seite bei Architrav so ein bisschen die Kompetenz verlieren zu lernen, also auch mal so geliebte, lange programmierte Funktionen vielleicht wieder loszulassen, weil der Nutzer sagt, irgendwie ist doch nicht so, da will ich anders. Das war bei uns, die immer so sehr perfektionistisch veranlagt sind, auch mal zu lernen, so mit so 80% oder auch nur 60% loszulaufen. Das mussten wir lernen, so ein bisschen diesen nicht immer von Anfang an perfekten, cleanen Weg zu gehen. Und was wir auch miteinander gelernt haben, ist, egal wie schwierig das war, miteinander dran zu bleiben und sich da auch gegenseitig zu motivieren. Und da gab es einen ganz, ganz schönen Termin, der war vor Weihnachten, wo sozusagen das ganze Projektteam, auch aus den Kollegen, die aus den Standorten auch mitgearbeitet haben, zusammenkamen und dann wirklich die Entwickler mit den Nutzern zusammen an einem Tisch gesessen haben und mal gesagt haben, wie siehst du denn das eigentlich und wie sehe ich denn das eigentlich? Und gesagt, ach so, wenn das so ist, jetzt verstehe ich dich und jetzt verstehen wir euch. So. Und das war so das Miteinander entwickeln, Verständnis füreinander entwickeln und sich gemeinsam ranzutasten an die Dinge und auch zusammen mal umzufallen und wieder aufzustehen. Das war so das Schönste eigentlich, was wir gelernt haben miteinander im Projekt. Cool. Vielen Dank, Inga. Ich sehe jetzt noch so ein paar Fragen im Chat und vielleicht kann die Maurice dann direkt auch nochmal beantworten. Werden die Dokumente alle zentral gesammelt oder scannt jeder Mitarbeiter das Dokument ein und sendet es an Delphi? Also wie ist da der Prozess sozusagen? Gibt es eigentlich beide Varianten. Also man kann das Attachment aus der E-Mail direkt per Drag and Drop ins System bringen. Man kann das irgendwo zentral sammeln und dann mehrere Dokumente auf einmal per Drag and Drop machen. Also je nachdem, wie die Dokumente reinkommen. Gibt auch die Möglichkeit, dass man direkt über API das System anspricht. Also da gibt es keine Antwort, sondern je nachdem, wo die Dokumente herkommen, ist, glaube ich, die richtige Antwort.
Julia, bevor wir auf die nächste Frage gehen, herzliches Danke an das BEOS-Team, weil genau dieses Ding mit diesen 60%, also sprich das mal mit einem MVP, mit einem Minimal Viable Product, der so ungefähr das tut, was er tun soll, aber noch lange nicht da ist, wo wir es alle gerne hätten, damit loszulaufen, das machen wenige. Und das ist aber auch der Grund, warum die BEOS bei diesen Themen immer nicht nur eine Nasenlänge, sondern ziemlich weit voraus ist, weil einfach auch das Wissen da ist, dass wenn ich das Licht am Ende des Tunnels sehe, dass es sich lohnt, dahin zu laufen. Und sozusagen durch diesen MVP Approach, sorry für das Englisch, aber dadurch, dass wir halt so anfangen mit dieser minimalen Ausbaustufe, erlaubt uns das relativ schnell dahin zu kommen, wo ihr es gerne hättet. Und aber es gehört Mut und Geduld dazu, das zu machen. Und dafür wirklich nochmal das Danke vom ganzen Team, weil ihr helft sozusagen, ihr habt jetzt nicht nur der BEOS geholfen, da einen Service aufzubauen, der die zweite Stufe von Martins Digitalisierungsstrategie umsetzt, sondern auch etwas, was der Branche generell hilft, digitaler zu werden, weil das, was wir natürlich mit euch entwickelt haben, ist das, was jetzt ein Archipave-Produkt ist und von dem andere profitieren können. Also nochmal meinen herzlichen Dank dafür. Den geben wir gerne zurück, Maurice. Haben wir gerne gemacht und auch danke an euch, weil ihr müsst das ja auch aushalten, ja? Also diese permanenten Feedback-Loops klingt jetzt nett. Man könnte auch sagen, diese permanente Kritik, die da kommt, was irgendwie nicht funktioniert, ja? Das muss man auch aushalten. Und neben dem Hashtag Mut sehen wir, das mag auch an der super langen Partnerschaft liegen, ist aber Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Sache in so einem gemeinsamen Projekt, ja? Also wenn wir euch nicht vertrauen sozusagen, wenn ihr sagt, das geht mal nicht oder das kommt mal später und wir vertrauen euch, dass das dann auch später kommt. Also wenn wir da sonst Lastenpflichtenhefte starr leben würden oder Verträge starr leben würden, ja, heißt nicht, dass man sich auch nicht mal die Meinung sagt, aber wenn wir in so einem Prozess nicht ganz vertrauensvoll miteinander umgehen würden, würde das nicht klappen neben dem ganzen Mut, ja. Und trotzdem sozusagen immer wieder die Lust zu haben, nach jeder Enttäuschung, die bei so einem 60% MVP auch kommt, die Lust und den Spaß zu haben, weiterzumachen und daran zu glauben, dass es was wird. Ja. Wir haben mit 60% angefangen. Wo schätzt ihr beide das jetzt ein? 70? Keine Ahnung, 70, 80. Also wir glauben schon, da kommt jetzt nochmal ein ordentlicher Schub, weil wir jetzt einfach absolut in die Fläche gehen mit dem Produkt bei uns. Ja? Und das sind nochmal viel, viel mehr Nutzer. Das ist mit Sicherheit nochmal über die doppelte Anzahl an Nutzer. Da kommen ganz viele Externe zu. Also da werden Prozesse dazukommen, die wir so noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, was da so zu tun ist. Wir haben eine Ahnung von dem, was da an Themen auf uns zukommen wird oder auf euch zukommen wird. Aber das werden wir jetzt sehen. Also wir machen das stückchenweise, wir machen die Einführung sehr begleitend. Also wir rollen nicht einfach aus, drücken auf den Knopf und sagen jetzt, ab heute geht es so und so los, sondern da wird es nochmal standortweise einzelne Schulungen geben und dann werden wir ganz, ganz eng auch gerade am Anfang im nächsten Quartal wieder die Feedback-Schleifen machen. Sodass wir rechtzeitig auch miteinander wieder steuern können. Danke für die Blumen, Maurice. Das zu den 80% gehört natürlich auch die Kehrseite, weil wir natürlich im Ergebnis die 120% haben wollen und dann am Anfang uns mit 80 auch zufrieden geben. Und dazu gehören eben zwei Seiten. Deswegen das, worauf wir uns bei euch einlassen, gilt ja genauso umgekehrt. Und du kennst das von unseren regelmäßigen Meetings. Wir wollen dann immer die Welt retten und wenn am Ende aber ein schlaueres Delphi dabei rauskommt, dann sind wir schon alle sehr zufrieden, weil uns das eben ein Stück besser macht. Was ich so besonders finde, auch gerade weil wir von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz her sprechen, der Start ist ja aber, und das war für uns auch der Durchbruch, diese Bunker und Keller und kilometerlangen Archivakten, die wir alle eben nicht selbst geschafft haben oder schaffen zu digitalisieren. Das ist eigentlich für uns der Start. Das beginnt im Keller und kommt irgendwann mal dann in die Brusttasche, ins iPhone, dass ich dann auch alles abrufen kann. Das ist eine Verbindung nicht nur von künstlicher Intelligenz, sondern auch von physischer Arbeit. Und da die beiden Aspekte zu verknüpfen, das ist eigentlich ein großer Mehrwert, den ich auch bei dieser Aktion sehe. Super, sehr gut. Martin, das ist noch eine Frage an dich hier. Ich lese mal vor einfach. Wenn Delphi bei BEOS unter anderem perfekt funktioniert, sind einige Aufgaben digitalisiert, automatisiert.
wird dann auch der Druck der Investoren auf die Höhe der Honorare und Vergütung in Asset Management, also gibt es Druck auf die Honorare, weil ihr jetzt digitaler seid? Im Moment haben wir Mehrkosten in unserem Asset Management, weil Delphi ja auch nicht umsonst verfügbar noch nicht ist. Ich sehe es nicht, weil wir dadurch nicht Däumchen drehen werden und uns nicht weniger um die Assets kümmern, sondern ganz im Gegenteil, wir können uns dann um wirklich wertschöpfende Themen kümmern. Das, was ich eingangs angesprochen habe, ja, wie schaffen wir das, andere Leistungen den Mietern anzubieten? Wie schaffen wir für die Investoren die Flächen deutlich intensiver zu nutzen, als wir es jetzt auf klassische Weise tun? Das heißt, was wir machen, ist Kapazitäten freischaufeln, von denen ich nenne sie immer Wertfressern, weil für mich ist es immer ein Wertfresser, wenn ich einen ganzen Tag für die Dokumentenablage damals als Projektleiter noch verbringen musste. Wenn das jetzt ein Delphi zum Beispiel übernimmt, dann habe ich mehr Zeit, um mich um Wertschöpfung zu kümmern. Deswegen würde ich jedem Investor sagen, der fragt, können wir das jetzt nicht viel günstiger haben, sagen, nein, wenn wir dafür nicht anderes machen. Wenn ich dann statt 2, 3 Projekten gleich 6 als Asset Manager betreue und mich skaliere auf Kosten der Investoren, dann wäre das eine durchaus legitime Frage. Aber ich glaube, das ist immer ein Thema, wie der Asset Manager mit der hoffentlich frei gewordenen Kapazität umgeht. Maurice, vielleicht dann hier nochmal eine Frage an dich von Konrad Jerusalem. Wie werden die Dokumente durch Delphi benannt und beschreibt der Dokumentenname den Inhalt? Die Dokumente werden benannt mit Datum, Dokumentenklasse. Die Dokumentenklasse ist das, was aus der GIFT-Richtlinie kommt. Datum, Dokumentenklasse und dann Vertragspartner. Das kann eine Behörde sein, der Mieter oder wie auch immer. Alles, was man braucht, um das wirklich sauber zu erkennen und zu finden auch. Dann gibt es da noch eine andere Frage, wahrscheinlich auch so ein bisschen technischer Natur, von Philipp Müller. Wie schnell klassifiziert Delphi? Wie hoch ist die Erfolgsquote beim Erkennen und Klassifizieren von den Dokumenten? Also die Leute, die Delphi gerade bei uns buchen, die buchen eigentlich einen Service. Die sagen, ich gebe das Erkennen, Ablegen und diesen ganzen, was hat Martin gesagt, diese wertfressende Arbeit, genau die Teile gebe ich raus. Und meine Leute konzentrieren sich auf das, wo bei der Firma Mehrwerte entstehen. Und praktisch dieser Service, der beinhaltet eine Klassifizierung, die erstmal per Maschine gemacht wird und die dann von Menschenhand noch verfeinert wird. Also es ist, ich will nochmal auf diesen Punkt hinaus, dass Delphi eine Co-Pilot-Geschichte ist. Es unterstützt letztendlich unsere Qualitätssicherer bei der perfekten Ablage. Und das heißt, wir liefern 100% der korrekten Daten ab, weil da, wo die Maschine jetzt vielleicht bei 80 oder 85 oder 90% ist, werden die fehlenden 10, 20, 30, 5% durch unsere Qualitätssicherung gemacht. Das heißt, unsere Kunden interessiert es nicht, wie gut die AI ist. Unsere Kunden wollen das richtige Dokument richtig benannt an der richtigen Stelle haben. Und insofern, das ist der Service, der bei uns gebucht wird. So, jetzt manchmal funktioniert es halt praktisch automatisch, dann ist irgendwie, das ist ein gut gescanntes Dokument, das ist irgendwie in einer Dokumentenklasse, die hoch verfügbar ist, die wir gut trainiert haben, da muss da nichts mehr gemacht werden. Oder es ist halt irgendwie ein Dokument, was wir aus dem Keller praktisch da unter dem Regal rausgefischt haben, was dann irgendwie gescannt wurde vor 500 Jahren und sozusagen wir erstmal noch eine Menge machen müssen, um die Qualität des Scans hochzuheben. Und dann sind das meist dann die Ergebnisse, wo Delphi noch ein bisschen Hilfe braucht. Aber wie gesagt, unsere Kunden interessiert das nicht. Die kriegen halt 100% der richtigen Daten und Dokumente. Da gibt es noch eine ganz praktische Frage nach den Prozessen. Die kann ich gern beantworten. Also werden die Dokumente dann zentral gesammelt oder scannt jeder Mitarbeiter das Dokument ein und sendet es an Delphi? Das ist in der Breite der Dokumente ganz, ganz unterschiedlich. Den größten Teil macht jeder selbst, weil das ja so schön ist, dass man einfach nur noch das PDF per Drag and Drop auf die Kachel zieht und mehr eigentlich nicht mehr machen muss. Das betrifft sicherlich den größten Teil an Dokumenten, zumal die meisten ja schon per PDF bei uns auch reinkommen. Wenn was zu scannen ist, dann macht das der Kollege, die an der Werkbank, die stimmen sich ab, wer da scannt, wer da ablegt. Das kann mal ein Asset Manager, das kann der Property Manager sein. Das machen die Kollegen unter sich aus.
Und für den ganzen Teil, der in den Kellern lagert, ist der Prozess ein bisschen gesteuerter. Also alles, was an analoger Ablage dann zur Architrav-Tochter Property Care nach Dresden geht, da gucken wir, dass das zentral ein bisschen gesammelt wird und dann also zusammen als Paket dann geordnet nach Dresden geht, damit die Kollegen auch wissen, was da ankommt und nicht jedes Dokument einzeln durch die Gegend fährt. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und alles, was in den Archiven jetzt noch schlimmert, da werden wir das so machen, dass das von Property Care auch ordentlich abgeholt wird und dann nach Dresden gefahren wird und dort dann die Digitalisierung startet. Zum Thema so, Datenschutz, ich meine, das ist ein Riesenthema für die BEA sowieso, für unsere Kunden, die unter BaFin-Aufsicht arbeiten, à la Union Investment oder Deka natürlich nochmal umso mehr. Und die Frage ist sozusagen, wie können wir jetzt so einen Service anbieten, um es diesen Banken und Fonds und so weiter überhaupt zu erlauben, das zu benutzen, also sprich Datenschutz, technische, organisatorische Maßnahmen und so weiter. Und das ist immer so ein Teil, der in dem ganzen Digitalisierungsdiskussion immer unter den Tisch fällt, weil es geht immer um die Mehrwerte der Diskussion, was bringt das, wie sieht das aus, wie schnell ist das? Und so für uns sind tatsächlich so 50%, 60%, 70% davon aber die Architektur, die es uns erlaubt, den Dienst datenschutzkonform und den Regularien, die BaFin unseren Kunden auferlegt, unter der Einhaltung dieser Regularien diesen Service anbieten zu müssen. Und das sind teilweise einfach technisch-organisatorische Maßnahmen, wie wir Mitarbeiter schulen, trainieren, Datenschutz, bla. Aber es ist natürlich auch eine Menge, was so an Infrastruktur, Architektur gewährleistet werden muss. Also praktisch das Löschen von Ergebnissen von Delphi aus Delphi heraus, wenn das Dokument abgelegt ist und so weiter. Also es ist eine Menge under the hood, wie man so schön sagt, unter der Haube, was da für Konformität bei diesen wichtigen Themen Datenschutz angeht, weil, wie gesagt, sonst dürften uns diese Kunden das gar nicht abkaufen. Welchen konkreten Mehrwert hatte denn Delphi noch bei euch, Inga? Vielleicht kannst du noch ein bisschen erläutern machen. Den konkreten Mehrwert für uns, das ist klar auf jeden Fall erstmal schnelle, einfache Ablage im täglichen Doing. Also vielleicht macht Dokumentation dann auch irgendwann mal Spaß und alle machen gerne Frühjahrsputz. Das wäre so das Schöne, was man so im täglichen erlebt. Schauen wir mal. ansonsten ist es jetzt gar nicht unbedingt, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, die jetzt tatsächliche wahnsinnige Effizienzsteigerung, die uns da treibt, jetzt was die eigentliche Ablage angeht. Also wie lange brauche ich jetzt, um irgendwie was zu benamen und an irgendeine Stelle zu packen, sondern was viel, viel spannender ist, das ist jetzt die Grundlage, die wir legen, um alles, was danach kommt, besser zu machen, also die wirklichen Werttreiber dann da zu identifizieren. Also es kennt jeder irgendwie, es gibt eine Transaktion und es gibt TDDs und dann geht die Suche nach den SV-Protokollen los. Ja. Die Grundbuchauszüge sind nicht aktuell. Also das ist so ein bisschen das Bild vom der Kühlschrank, der selbst die Milch bestellt. Ja. Also dass man sagt, wenn wir dann durch Delphi alle Metadaten haben, können wir auch Prozesse in der ganzen Dokumentation automatisieren. Dann können wir Dokumentation viel, viel besser scannen in einer Transaktion oder vor einer Transaktion. Also wir sind eigentlich praktisch permanent ready für eine Transaktion, weil wir immer genau wissen, wann dass die Dokumentation auf dem letzten Stand ist. Und im besten Falle kriegt dann der Haustechniker irgendwie eine SMS oder eine Message zu sagen, kann es sein, dass du dein SV-Protokoll noch nicht abgelegt hast oder dein Wartungsprotokoll. Ja, weil Delphi automatisch erkennt, da ist seit 3 Monaten nichts eingegangen, aber bei Lüftungsanlagen müsste eigentlich jedes Quartal irgendwas da sein. Also das ist gar nicht so, dass wir sagen, das, was wir jetzt machen, machen wir wahnsinnig schneller und da sparen wir dann x% unserer Zeit ein, sondern es geht uns eigentlich darum, in allen Folgeprozessen besser zu sein und das, was wirklich ein Schmerz ist, den dann tatsächlich mal zu lösen. Das will ich gerne veranschaulichen. Delphi hilft uns, aus dem Keller rauszukommen, weil da sind wir immer noch, auch als Branche, finde ich. Das ist nicht der Stand und nicht der Standard, den wir uns alle wünschen, wie wir als Asset- und Property-Manager teilweise agieren. Und wir merken es immer wieder, wenn wir Objekte kaufen,
Das ist, wie gesagt, die Oberfläche glänzt und darunter ist oft Chaos oder gar nichts. Und das ist keine Grundlage, um vernünftig Objekte zu managen und da auch Werte zu schöpfen. Das heißt, für mich ist Delphi ein zweiter Schritt, nachdem wir aus dem Keller gekommen sind und physische Datenberge oder Dokumentenberge jetzt digitalisiert haben und jetzt auch geordnet haben, sind wir im permanenten Datenraum. Für uns steht Transaktion überhaupt nicht im Vordergrund, sondern eben das tägliche Arbeiten mit den Objekten. Und wir warten sehnsüchtig auf die große Schwester oder kleine Schwester von Delphi, die uns hilft, aus den Dokumenten dann Daten zu generieren. Weil dann wird es interessant, wenn wir dann die Daten tatsächlich live und immer verfügbar bekommen und auch bessere Auswertungen oder überhaupt Auswertungen fahren können. Und zwar täglich, nicht nur bei Transaktionen. Dann werden wir tatsächlich Mehrwert für uns generieren und werden einfach schlauer, was die Mieter brauchen, wie sie die Objekte nutzen. Oft ist es ja noch ein Blindflug. Also unser Ziel ist deutlich besser, unsere Objekte zu verstehen, die Art der Nutzung der Objekte, damit wir da eben ansetzen können, um, da komme ich zu der Digitalstrategie, auch darauf aufbauend aus diesem Wissen Geschäftsmodelle aufzusetzen. Maurice, das ist ja vielleicht nochmal eine ganz gute Überleitung dazu, wie, wenn wir jetzt das MVP Delphi hatten und das jetzt für BEOS weiterentwickelt haben, wie sieht denn vielleicht die Zukunft von Delphi auch aus? Also ich denke mal, wenn dass wir, was die Qualitätssicherung angeht, vielleicht immer mehr zurückschrauben können, dass wir natürlich auch immer mehr Daten dann praktisch zur Verfügung stellen und sozusagen, dass die zur Verfügung stellen von Daten und Dokumenten praktisch für weitere digitale Prozesse eigentlich der Kern ist von Architrave und von dem, was Delphi am Ende des Tages dann erreichen soll. Dann sind diese Dinge, die da eben angesprochen wurden, ne, was mache ich, wenn bestimmte Dokumente nicht da sind oder wenn bestimmte Dokumente veraltet sind, dass da eine gewisse Automatisierung im Battle-Ready-Halten der Dokumente pro Asset passiert und sozusagen Martin und Ingas Teams mit den richtigen Daten da versorgt werden aus den Dokumenten, dann sind wir da auf einem guten Weg. Herr Czaja, verzeihen Sie es mir, wenn ich das Thema trotzdem noch mal einmal auf Corona bringe, weil es wahrscheinlich überall einfach als Thema ist. Hat das in irgendeiner Art und Weise die Entscheidung für oder gegen Delphi, mit Delphi beeinflusst für Sie? Nein. Kurz, aber, und das merken wir bei vielen Trends, die wir schon vor der Krise beobachtet haben, dass natürlich diese Situation die letzten 10 Wochen ein Beschleuniger für viele Entwicklungen sind. Und das würde ich auch in diesem Fall sehen. Aber für uns, wir haben schon davor angefangen und wollen das umsetzen. Deswegen, ob mit oder ohne Krise, das ist ein Thema, was wir langfristig ansehen, dass wir die Qualität unseres Wissens der Projekte verbessern wollen und gerne die Hilfe von solchen Robotern in Anspruch nehmen. Genau, vielleicht beantwortet Inga nochmal eine andere Frage. Was, wenn Delphi sozusagen falsch zuordnet? Dann ruft Inga bei mir an. Wenn irgendwas nicht richtig ist, ja genau. Luis, komm mal bitte. Genau, ich muss mal sortieren kommen, genau. Nee, klar passiert das. Also das passiert gerade bei den Dokumenten, die weniger häufig sind. Da kann das mal passieren. Und das ist ganz, eine ganz interessante Frage, die hatten unsere User auch ganz am Anfang. Ja? Und da geht es praktisch um diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Also Maurice glaube ich, wenn er das richtig ablegt, aber so ein Roboter glaube ich dem wirklich. Ja? Und wie kann ich denn kontrollieren, dass der Roboter richtig ablegt? Und das war eine relativ eine Frage, die relativ schnell bei uns im Prozess auch kam. Und da haben wir dann auch eine Funktion miteinander entwickelt, nennt sich History Tab, um zu sehen, in welcher Stufe ist denn das Dokument gerade. Also manchmal dauert die Klassifizierung auch länger, weil sie durch den QM-Check geht. Und wo ist es letztendlich gelandet? Und das war ein ganz wesentlicher Punkt, den da unsere Kollegen im Projektteam gemacht haben, die gesagt haben, wo ist das jetzt gelandet? Ist das richtig? Und sofort das Feedback zurückgespielt haben,
nein, das passt nicht. Und dann haben wir sozusagen das Matching da bei Delphi nochmal angepasst. Aber das kann immer mal wieder passieren, dass das so ist, gerade bei Sachen, die noch nicht so viel durchgelaufen sind bei uns, technische Dokumentation, die seltener ist. Und deswegen gucken wir, dass da sozusagen die Interaktion zwischen Mensch, Maschine und dann aber auch wieder Mensch, das heißt QM, was bei Architraf sitzt, da im engen Austausch sind und wir das immer besser machen, Stückchen für Stückchen. Vielleicht nochmal eine letzte Runde aus diesem Gespräch an Herrn Scheier, Maurice, Inga. Was ist denn das, was ihr sozusagen jetzt aus Delphi und der Zusammenarbeit mit BIOS mitnimmt in einem kurzen Statement? Das ist für uns das erste Mal, dass wir uns intensiver mit künstlicher Intelligenz auch beschäftigen in einer Anwendung. Das ist für uns auch ein Test, wie eben diese Interaktion Mensch-Maschine funktioniert. Da werden auch Hürden und Schwellen abgebaut und Ängste abgebaut. Das ist ganz interessant. Das ist für mich so ein schöner Nebeneffekt, da einfach mal etwas Neues wieder auszuprobieren. Und der sehr praktische Neben- oder Haupteffekt ist, dass wir tatsächlich diesen Frühjahrsputz vielleicht zum ersten Mal tatsächlich in einer Qualität durchgeführt bekommen, wie wir uns das seit Jahren wünschen. Ergebnis können wir noch nicht sagen, aber wir sind da sehr zuversichtlich und sehen uns eben auf den nächsten Schritt, wenn wir dann die vernünftige Grundlage haben, versuchen weiterhin Daten daraus zu ziehen. Aber das ist schon der nächste Schritt. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung heißt, aber ich hoffe und erwarte, dass die von Architraf kommt. Also was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist sozusagen das tatsächlich mal auszuprobieren in einem agilen Setup, in diesem alles, was man da draußen so erzählt, das mal miteinander zu machen und zu erleben und zu sehen, dass es funktioniert. Das war eigentlich für mich so die schönste Erfahrung. Und da nehme ich gern nochmal die Hashtags Mut, Vertrauen und Spaß. Also gemeinschaftlich ein Produkt zu entwickeln in der Art und Weise, das war eigentlich die schönste Erfahrung für mich ganz persönlich. Und ich glaube auch, das war eine schöne Erfahrung bei uns im Team. Also es gab mal eine so eine Krise, die hatten wir vor Weihnachten. Und wir haben dann tatsächlich überlegt, lassen wir es? Also ist nach der ersten Testphase vorbei. Und wir haben die Entscheidung dazu ins Team gegeben. Also wir haben die Entscheidung den Nutzern überlassen. Wir haben drei Varianten vorgeschlagen und haben gesagt, also wir können das jetzt lassen oder wir machen so weiter oder wir machen in einem geänderten Setting weiter. Und die Kollegen haben entschieden, wir machen weiter in einem geänderten Setting. Und das war eigentlich die schönste Erfahrung, dass dieses Empowerment funktioniert, diese andere Art miteinander zu arbeiten. Maurice, was nimmst du noch mit? Machen ist wie wollen, nur krasser. Und ich finde es einfach super, was, ich meine jetzt, wir haben, du hast vorhin gesagt, ich will jetzt nicht über Corona sprechen, weil alle über Corona sprechen, aber wir haben nun mal das Thema. Und ich finde, in so einer Zeit, wo praktisch viele PropTech-Kollegen auch eher so, sag ich mal, visionär unterwegs sind, ne? Also Dinge, die, was passiert demnächst, was kommt irgendwann und so weiter, und ich habe da vollstes Verständnis dafür, haben wir jetzt hier ein Thema, was halt heute funktioniert und heute im Einsatz ist und heute genutzt wird und heute irgendwie schon reingetragen wird und getragen von den Leuten auch innerhalb der Organisation, sozusagen, ich meine, dass Martin seine Firma führt, so effizient wie es geht und so digital wie es geht, ist klar, aber das wird auch von unten, ich sag, also wenn man das jetzt mal so sagen darf, auch von den Mitarbeitern gelebt, ne? Und wenn Inga dann praktisch ein cross-funktionales Team baut, was irgendwie sagt, wir wollen irgendwie weitermachen und wir sind bereit für diese Reise, dann sind das irgendwie super Nachrichten, gerade in der jetzigen Zeit, dass diese digitalen Dinge funktionieren, dass die im Einsatz sind dass man es einfach nur machen muss. Toll, ich glaube, das ist ein gutes letztes Stichwort. Und eine schöne inhaltliche Zusammenfassung von euch drei. Vielen Dank euch drei für das nette Gespräch. Ja, dann würde ich sagen, eine gute Woche. Bleiben Sie alle gesund und schön, dass Sie dabei waren.